So Leute, recht herzlich willkommen hier zu meinem neuen Unboxing. Ihr seht schon wieder eine braune Kiste und wie ich in meinem letzten Video schon erwähnt habe, habe ich noch eine Kleinigkeit für euch vorbereitet. Und zwar gibt es heute noch ein bisschen Kamerazeug. Das heißt, in diesem Fall gibt es heute mal ja was Schönes von Manfrotto. Ich meine, ihr seht es ja schon im Stativkopf. Ach, im Stativkopf, sag ich es schon. In der Videobeschreibung, was drin ist, aber schauen wir doch mal rein. Na? Ha, man sieht schon. Shit, Mann, Foto. Gut. Ich mache das ganze Ding mal raus. Und tun das Teil zur Seite. Ich schau mal, mehr ist nämlich nicht da drin. So, und ihr seht schon, Mann, Foto steht drauf. Mann, Foto ist auch drin, hoffe ich. So. Und ja, hier sieht man schon, was drin ist. Und zwar, ihr seht es nicht, aber das zeige ich euch gleich nochmal. Gut, und zwar geht es darum, Bei gewissen Schwenks und sowas braucht man einfach ein Video-Head. Ne? Das heißt, so ein Fluid-Head, wo die Bewegung leicht vonstatten geht. Den habe ich bestellt und zwar. Das hat doch mal irgendwo noch eine Beschreibung. Nee. Ja, und zwar gucken wir einfach hier, das ist der. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Der 502 Video-Head. Also mit der flachen Basis. Das ist der, den ich auch auf meinen Stativ schrauben kann. Ne? Gut, schauen wir aber nochmal. Das ist weg. Wir schauen einfach mal rein. Einmal aufmachen. So. Gut. Und zwar erstmal ein bisschen Papierkram, dazu komme ich gleich nochmal. Dann ein bisschen Pappe. Dann haben wir natürlich den Arm, den schauen wir uns auch gleich nochmal an. Und den Videohead an sich. Okay, und da ist nichts weiter drin. Das ist ja lustig. Na gut, eine Riesenbox und nichts ist drin. Also, naja, gut. Box tun wir zur Seite. Die Pappe hier auch. Und gucken mal weiter. So, das gute Stück. Ha. Schick, schick. Also, Verarbeitungsqualität wie immer, Bombe. Ne, mein Prototypisch. Ich habe ja das Stativ schon, beziehungsweise den Kugelkopf. Aber für Videos brauche ich einfach noch was anderes. Ne. Wie das ganze Ding im Detail funktioniert, schauen wir uns in einem anderen Video nochmal an. Ich wollte euch, wie schon beschrieben, den Slider habe ich ja auch schon auch gerade ausgepackt, beziehungsweise will ich den euch auch noch im Zusammenspiel mit Slider und diesem Videokopf dann nochmal zeigen. Ihr habt trotzdem kurz ein paar Infos. Das Track-System, also diese Widerstandseinstellung für die horizontalen Sachen und nochmal das Track-System für die vertikalen Sachen. Und natürlich die Basisplatte hier oben. Ich muss ja erstmal schauen, drauf drücken. Hast du bestimmt festgeschraubt? Ja, bestimmt. Ah, genau. So, Basisplatte. Ich weiß gar nicht, welche das ist. Muss ich nochmal gucken, welche Größe das ist. Das ist drin. Den Arm schauen wir uns auch nochmal an, wie der aussieht. Aber schön anfühlen tut er sich. Na, der ist auch sehr leicht. Der ist gar nicht so schwer. Allerdings der Kopf, der hat natürlich schon eine gewisse Masse. Ich glaube knapp über ein Kilo, anderthalb Kilo irgendwas werden es sein. Ich verlinke euch unten nochmal eine Beschreibung, könnt ihr euch nochmal nachschauen, wie schwer das Ding ist. Ja, cool. Soweit erstmal das war drin. Und einen kleinen Installation Guide habt ihr auch noch. Wunderbar. Wie alles funktioniert, zeige ich euch noch in einem anderen Video. Das mache ich dann noch und da könnt ihr sehen, wie das alles funktioniert und miteinander spielt. Ja. Gut, von daher, falls ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert mich und wenn ihr wollt, lasst einen Daumen da. Ich probiere währenddessen das Ding wieder einzufädeln oder ich lasse es erstmal. Von daher, vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.